Also auf dem Platz muss es halt auch mal scheppern. Ich habe es tatsächlich abfotografiert und hab das noch. Aber hättest du dich gekauft? Ich habe geboten, ja klar. Also du hast mir das mal erzählt, dass ihr euch kennt, auch unter anderem über so ein Computerspiel oder Online-Spiel. Kickbase. Eine Frage, ich war von vornherein. Hast du dich selbst gekauft? Nee, ich habe mich nicht gekriegt. Leider. Aber hättest du dich gekauft? Ich habe geboten, ja klar. Aber wie viel hast du für dich geboten? Das weiß ich, das war ganz am Anfang der Saison und dann wollte derjenige mich nicht mehr rausrücken, egal wie viel ich geboten habe. Hättest du ihn gekauft oder hast du ihn gekauft? Ich hatte ihn letzte Saison auch als festen Punkte gerannt und diese Saison habe ich dich leider nicht bekommen. Ich habe mich tatsächlich gekauft. Ah, du, ja. Aber du hast doch hier, du hast komplett acht Borussen, also ja, Gladbacher hattest du in der Truppe. Viel auf Gladbach gesetzt. Deswegen wollte ich dann auch nur Tabellendritter leider in der Liga. Mats auf 2. Und der andere ist auch hier. Und Thomas auf 1. Deswegen würdest du ihn dann kaufen? Ja, weil er tatsächlich der beste Verteidiger im Spiel war. Also er hat wirklich mit am meisten Punkte gemacht, aber ich habe ihn auch nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, wer erinnert sich daran. Felix Passler. Passler, ne? Ja, der hat sich immer schön gefreut, wenn du die Dinger nach vorne eingeköpft hast. Also auch geil, der ist wirklich im Spiel, ist der dann richtig spreitgrinsend auf mich zugekommen, wenn ich ein Tor geschossen habe. Oder stand draußen an der Auslinie und hat so gemacht. Und der hat sich, glaube ich, genauso sehr über die Kickbase-Punkte gefreut, wie über das Tor im Spiel dann. Aber wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das würde mich mal interessieren. Das war vor 2 Jahren, Anfang der Saison beim Adidas-Shooting, ne? Das war, ja, also das erste Mal habe ich dich gesehen, als du in Dortmund aus 50 Metern im Ball von der Mittellinie aufs Tor geschossen hast. Das Hinspiel war das in der 90. Minute. Ja, schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Ja, ich bin tatsächlich da gerade gegangen, aber beim Rausgehen hast du das Ding mal ganz kurz da. Das war von der Mittellinie wirklich, Mittellinie, ne? Mittellinie, ja. So, das war der erste Berührungspunkt. Und danach sind wir dann noch in Düsseldorf ein schönes Café gegangen, Kaffeekuchen. Ich glaube, wir haben beide, kann man sagen, eine Schwäche für Kuchen. Ein bisschen Sahne, Obst, ja, ist schon. Ich komme mehr, so über den Schokokuchen, aber wir ergänzen uns. Aber so würde ich sagen, war das. Ne? So, da muss man sagen, Gladbacher Mannschaft hat schon ein paar sympathische Jungs. Ich finde eigentlich so, bei so einem Turnier, wenn wir jetzt so lange zusammen sind, so das, was vielleicht auch dann untereinander nicht auf dem Platz, sondern daneben passiert, finde ich immer richtig schön und unterhaltsam. Auf dem Platz muss es halt auch mal scheppern, aber du musst halt so eine Atmosphäre haben, dass du gut miteinander auskommst, aber wenn einer den anderen mal anschreit, dass es auch okay ist. So, dass nicht schlimm ist es immer, wenn das dann irgendwie mal so persönlich genommen wird, weil das gehört einfach dazu, dass auf dem Platz auch Leute emotional werden. Scheppert es bei dir manchmal auf dem Platz mit jemandem? Habe ich noch nicht gesehen bisher. Ja, so in Zweikämpfen, also kann schon mal passieren. Also ist ja dann, wenn man mal ein bisschen im Training auch dann zu hart rangeht, gefällt es vielleicht dem einen oder anderen nicht. Oder wenn man dann selber mal ein bisschen zu hart angegangen wird, solche Themen. Aber das ist dann danach, ist das dann auch wieder gut. Und ich finde, außerhalb vom Platz versteht man sich hier auch wirklich, wirklich gut. Beim Turnier ist natürlich dann schön, dass man zusammen auch viel Fußball gucken kann. Darauf muss ich sagen, freue ich mich auch schon sehr. Am besten nach einem eigenen Sieg, am nächsten Tag dann schön auf der Couch gemütlich die anderen Spiele schauen. Warst du viel auf dem Platz oder bist du eher ruhig? Das gehört irgendwie zu einer Entwicklung dazu. Also ich will dann schon auch Kommandos geben, den Mitspielern helfen, weil es einfach tatsächlich wirklich wichtig ist. Und ich freue mich auch immer über jedes Kommando, weil es einem wirklich weiterhilft. Und so will man dann natürlich auch den anderen weiterhelfen. Andere Sportarten? Ich versuche Tennis zu spielen, bin allerdings noch nicht so gut darin, aber ich möchte mich auf jeden Fall auch verbessern darin. Der klassische Fußballer hat gute Vorhand, Aufschlag und umläuft die Rückhand, wie ist bei dir? Genau so, das Ding rüberbringen kann ich gut. Meistens bin ich auch ausdauertechnisch besser als mein Gegner. Allerdings hat der meistens noch den präziseren Schlag. Tennis und Basketball. Ja, aber Tennis auch? Ja, voll. Spielst du auch gegeneinander? Ich spiele eigentlich sehr, sehr viel Tennis, aber so seit dieser Saison, wo die Belastung auch so groß war, habe ich tatsächlich kein Tennismatch mehr bestritten. Da war der Fokus komplett auf Fußball. Aber ansonsten würde ich mich schon mal darauf einlassen. Klingt aber so, als müsstest du dich noch langsam hocharbeiten, müssen wir mal gegeneinander spielen. Ich schicke dich erstmal zum Profi. Ich denke auch, das hat sich gerade sehr selbstbewusst angehört. Das hört sich auch sehr selbstbewusst an. Ja, das hört sich bei mir immer so selbstbewusst an. Aber das heißt nicht, dass es so ein Spiel ist. Ausschlag, Rückhand, Vorhand?
Aufschlag wackelig, weil ich aber mich so gnadenlos selbst überschätze, dass ich immer denke, ich muss auf Ass gehen und das nicht kann. Die Rückhand macht sich langsam. Die waren jahrelang meine Schwäche. Einhändig oder beidhändig? Nee, beidhändig. Einhändig fliegt immer an die Hallendecke. Oder halt 20 Meter über den Zaun, wenn wir draußen spielen. Also einhändige Rückhand, so schön die aussieht, kann ich nicht. Was mich mal interessieren würde, wenn ihr gegen Dortmund spielt, was sagt denn eigentlich so ein Trainer dann, sag ich jetzt mal, Mats Hummels? Das interessiert mich auch. Das würde mich mal interessieren. Pass auf, ja, auf Standards, muss jetzt ja nicht zu sehr ins Ganze. Pass auf Standards, Spiel 1 gegen 1, weil keine Ahnung was, vielleicht, ohne jetzt despektierlich zu sein, vielleicht ist er nicht der Schnellste, einfach den Ball vorbeilegen. Also das ist mit Sicherheit, in jeder Sitzung wird das mit Sicherheit gesagt. Das ist tatsächlich ein großes Thema vor dem Spiel gewesen. Also wir haben jetzt nicht in einer großen Analyse auf einzelne Spieler, aber wir haben so ein Blatt, wo jeder Spieler beschrieben ist. Stärken, Schwächen und dann steht da tatsächlich auch Geschwindigkeit. Und dann stand bei Mats eine 33, habe ich gelesen, 33 km/h, dann sind wir raus und dann muss ich natürlich direkt darauf ansprechen, wie das denn geht. Und dann meint er auch, wie er selbstbewusst wie er ist, ja, wenn ich auf Strecke ins Laufen komme, bin ich auch schnell. Und dann konnte ich auch wenig dagegen sagen, weiß, einfach schwarz auf weiß, bei uns vor dem Spiel dran stand 33 km/h. Ich weiß nicht, 33, ja, dieses aber 32,8 nur. 32, ja. Ja. Naja, irgendwo, ist dann war es vielleicht okay, von letztem Jahr. Auf jeden Fall, da stand eine 33, ich habe es tatsächlich abfotografiert und hab das noch. Ja, ich muss ja schon zugeben, es kommt eher auf Strecke dann. Also, ich bin jetzt nicht wie andere hier, die dann nach 3 Schritten schon auf Höchsttempo sind. Und bei ihm umgekehrt? Haben wir auch voll. Also wir haben auch Videos immer über die Gegner. Logischerweise, ich gucke mir vor allem meine direkten Gegenspieler an. Und wenn ich jetzt jemanden so oft gesehen habe wie Flo und auch so kennen, dann gucke ich mir den auch nicht mehr an, weil dann lernt man das ja auch kennen, was jemand auf dem Platz gerne macht, wo seine Stärken sind. Wobei du mich hier mit dem Haken schön ausgetanzt hast, wo ihr dann das Abstaubertor nach dem Freistoß gemacht habt in Gladbach. Aber weil du am ein oder zwei Spieler gefeuert hast, du einen mit rechts ins lange Eck reingeschlänzt. Deswegen wollte das ich dir den nicht geben, ja? Ja. So, die Analyse hat mich in die Irre geleitet. Da bin ich zu aggressiv den Schuss verteidigt und dann hat er einen schönen Haken geschlagen. Ist das denn, wenn man sich so gut kennt, ist das was Besonderes, wenn du auf ihn zuläufst? Ja, ist schon besonders. Es gab dann davor noch eine Situation, da standen wir auch im 16er. Oh, da lege ich mir auf links, der wird abgefälscht, der geht ins lange Eck und wurde dann leider zurückgepfiffen. War auch ein Foul im Gegensatz zu dem, was die da auf dem Platz gesagt haben. Mir macht es immer am meisten Spaß, wenn du da auf ein bekanntes Gesicht triffst. Ja? Ja. Ja. Auch vor allem, und Gladbach muss man sagen, ist glaube ich die Mannschaft, wo ich mit Abstand am meisten irgendwie Bezug zu habe oder mit Leuten zusammengespielt habe, das schon einmal. Gehst du mal durch und vorher gefühlt die halbe Mannschaft kennst du schon. Abschließend noch mal 2 Fragen. Was hättest du denn gern von ihm? Außer der Geschwindigkeit natürlich. Nee, Kopfverstärke, so die Präsenz in der Luft, so zum Kopfball hochzusteigen und da erstmal zu stehen, muss man sagen. Also das sieht auch gut aus und ist tatsächlich im Spiel dann auch sehr gut, macht was her, finde ich. Ich glaube, ich entscheide mich für diese filigranen, eleganten Bewegungen, mit denen du im Mittelfeld noch einen austanzt und vor allem dann mit den ersten Schritten wegkommst davon. Das hätte ich gerne so, weil ich komme ja schon auch mal im Ball, dass ich mit einer Körpertäuschung einen austanze, aber ich komme mit den ersten Schritten nicht vom Gegner weg dann. Was macht das schon oder so, wenn er so... Das ist dann wahrscheinlich bei mir der Unterschied. Ich komme dann auf Strecke nicht so ganz auf Geschwindigkeit, aber bin dann doch relativ schnell weg mit einem kurzen Antritt im Mittelfeld. Würdest du mit ihm in den Urlaub fahren? Also spricht nichts dagegen. Das wäre jetzt vielleicht nicht meine allererste Wahl für den Sommer, aber es spricht nichts dagegen. Und du? Ja, genau die gleiche Antwort. Perfekt.